Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Surviving Mars. Und heute ist der Tag der Tage, wo das Raketchen gleich kommt. Vorher, glaube ich, müssen wir hier umsiedeln, denn wir haben jetzt 10 Platz. Wir haben hier... Na, das reicht ja nicht. Also ich würde das gerne in einem Zug machen, dass wir auf jeden Fall wissen, dass das passt. Wenn wir mal 10 hier rüber... Wie viele sind in der Rakete drin? Können wir das sehen? 12 Passagiere. 12 und 10. Naja, das ging ja auch dann noch. Aber irgendwie müssen wir uns die Zeit vertreiben. Deswegen würde ich sagen, oder? Und wir packen direkt die 9 Passagiere hier rein. Was passiert denn, wenn wir die jetzt nachts rausschmeißen ohne Bett? We gather here today to bid a final farewell to one of our finest. Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben uns heute hier versammelt, um einem unserer besten Lebewohl zu sagen. So schwierig und schmerzhaft es auch ist, wir müssen akzeptieren, dass Tara Hudson tot ist. Als Freunde und Gemeinschaft möchten wir unserer Trauer zum Ausdruck bringen und den Verlust einräumen, den wir erlitten haben. Wir möchten außerdem einräumen, wie wichtig das Leben von Tara Hudson war. Tara Hudson ist ein Leben lang einer Vision gefolgt, die uns allen Schritt für Schritt die Möglichkeit eröffnet hat, auf dem roten Planeten zu leben. Tara Hudson versuchte nicht, seine Spur in der Menschheitsgeschichte zu hinterlassen, da Erfolg keinerlei Spielraum für Versuche lässt. Tara Hudson wusste, was der Ruf des Schicksals war, kannte die Risiken und Chancen und machte das Beste daraus. Zu unser aller Wohl. Die Frage, was eine Person dazu bringt, das alles auf sich zu nehmen, können nur wir beantworten. Dies ist eine Frage, deren Antwort sich im Geiste von Tara Hudson verbirgt, und das soll das Vermächtnis an uns sein. Hohes Alter, Tara Hudson ist gestorben. 2 Bewohner verlassen den Pool. So, 2 Bewerber. Okay. So, wir bauen das mal ab. Und dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal... ...genügend Plätze. Pipe leak reported. Und genügend Mitarbeiter vielleicht. Weil normalerweise laufen die ja dann hier rein. Dann haben wir jetzt 14 und dann haben wir 5. Genau, und dann können wir das hier... ...löschen. Stattdessen hier Apartments hinbauen. So, jetzt haben wir in dieser Kuppel 19 Kolonisten. Gut, eine ist ja gestorben. Aber auf jeden Fall schon mal ein bisschen höhere Produktivität bei den ganzen Arbeitseinlagen, aber noch nicht genug, ne? Wir brauchen so viele Leute irgendwie. Das ist echt Wahnsinn. Guck mal, im Casino ist noch niemand. Freie Wohnplätze, freie Arbeitsplätze, 13. Es fehlen, also wir müssen ohne Ende Leute hier rankarren. Und das würde ich jetzt mal, ich würde jetzt sozusagen so ein bisschen so ein Pendelverkehr einrichten. Und mal sagen, so, wir holen immer wieder neue Kolonisten. Die werden dann hier rangekarrt. Gehen in die Kuppeln. Bevölkern die dann auch. Und sorgen dafür, dass wir mehr Rohstoffe bekommen, für die wir Raketen kaufen können. Was hat denn der Staat überhaupt gekostet? Gar nichts, okay. Der Staat kostet also nichts. Und auf jeden Fall jetzt mit der nächsten Rakete können wir dann ja... Wir können ja noch eine Rakete holen. Beziehungsweise eine wegliefern. Welche wollten wir nehmen? Die hier, ne? 4 sind schon drin. Und dann wird es halt höchste Zeit, dass wir die Maschinenteile fertig bauen. Sektor scanned. Hier fehlt also noch ein bisschen Beton. So, wir haben noch Platz für die 12 Kolonisten in dieser Kolonie. Allerdings wollen wir das natürlich auch ein bisschen ausgewogen haben und die nicht immer umziehen lassen. Mal schauen, wie wir das machen. Sind
die jetzt gerade alle hier weggefahren, weil die Kolonisten kommen? Das ist ja krass. New colonists have arrived. Pipe leak reported. So, und dann können die hier einziehen und Anomaly hier found. Und hier können wir so ein bisschen gucken, dass wir das ausgewogen gestalten. Casino wird jetzt betrieben. Da würde ich sagen, brauchen wir nur zwei. Dann hier, der Laden ist auch besetzt. Hier ist besetzt. Hier ist besetzt. Im Park muss keiner arbeiten. Das heißt, wir haben jetzt auch wahrscheinlich schon ein paar Arbeitslose hier. Genau, drei. Das heißt, wir können hier aus der Kuppel dann gleich schon mal welche rausnehmen. Und drüben arbeiten lassen. Das heißt, wir nehmen hier jetzt erstmal drei raus. Mindestens drei. Obdachlose haben wir auch, aber die können ja hier in diese Kuppel rein. Da sind auch schon zwei. Und arbeitslos muss ja auch nicht sein. Wir können ja hier dann die Schichten erweitern. Beziehungsweise auch schauen. Gut, das ist so besetzt. Das reicht ja auch wahrscheinlich. Und wir müssen hier die Elektronikfabrik besetzen. Dafür haben wir auf jeden Fall auch nicht genug Kolonisten. Also wie gesagt, ich würde gerne so eine Art Pendelverkehr haben. Das heißt, wir haben jetzt die Rakete schon wieder leer und können die auch wieder auftanken. Die will ich aber nicht nehmen. Wir wollten jetzt erstmal die hier nehmen. Und ja, wenn das wirklich nichts kostet, so wie es gerade aussieht, die zurückzuschicken, dann können wir das ja auch machen. Und wenn es auch nur 5 Ressourcen sind. Achso, da ist noch Nahrung dran. Gut. Resources are low. Genau, also hier haben wir jetzt den obersten Fokus. Da müssen jetzt auf jeden Fall die Sachen gebaut werden. Und wir haben natürlich nicht aufgepasst. Wir haben natürlich jetzt eine ganze Zeit lang hier Bewohner und Lebensmittel gehabt. Das ist natürlich auch nicht gut. So, dann hoffe ich, dass wir hier die Äppelchen ausladen. Machen sie aber nicht. Dann schicken wir mal so zurück. Ja, und insgesamt können wir, glaube ich, schon mal sagen, dass die Kolonie jetzt langsam auf einem guten Weg ist. Müssen ja mal gucken, ob wir hier jetzt mit den Metallen, wenn wir hier jetzt mehr Arbeiter und Schichten einstellen, wenn wir neue Bewohner holen, das sollte man vielleicht auch ein bisschen weniger wählerhaft sein. Wir könnten sogar jetzt beim Micromanagement hingehen und sagen, in diesen Fabriken sollen halt nur die Leute mit den und den Eigenschaften. Guck mal hier, was man hier also noch einstellen kann. Das Problem ist, im Spiel ist es, glaube ich, immer noch so, trotz Update, dass die Bewohner, wenn man die halt zielgerichtet oder zielstrebig zuordnet, einfach so irgendwo hingehen und dann nicht sich drum scheren, welche Fähigkeiten die haben. So, jetzt haben wir immer schon mal 3 Edelmetalle pro Stunde, das heißt, geht schon ein bisschen schneller. Wir können ja auch Forschungsgelder dann auch vergeben an die Erde, die für uns dann Dinge erforschen und helfen. Und natürlich dann auch hier in die Forschungseinrichtungen Leute reinsetzen. Was sagen denn die Komfortwertungen? Kein Essen. Wir haben kein Servicegebäude für Essen. Das heißt, wir brauchen hier noch ein kleines. Aber wir hatten noch hier einen Diner, ne? Achso, das habe ich ja weggeräumt. Okay. Stimmt. Dann nehmen wir mal, wir gucken mal, was wir hier noch haben. Spielplatz, Apartment, Forschungslabor, Diner oder Lebensmittelgeschäft. Diner ist, bringt mehr. Sektor scanned. Ja, und auf jeden Fall, wir brauchen jetzt Bewohner hier maximal für die Maschinenteilefabrik, die wiederum Eisen braucht. Das heißt, wir brauchen auch noch hier weitere Schichten. Und wir können übrigens auch hier die Teile wieder upgraden. Mit 2 Polymer, 25% mehr. Das geht bei allen. Ich weiß nicht, ob wir das hier auch machen sollen. Gucken wir mal auf die Polymerproduktion. Ja, die steht ja im Moment auch. Die können wir mal wieder anschmeißen. Das heißt, wir brauchen da eh noch mehr Bewohner.
Meteor shower incoming. Oh nein! Ist schon ein bisschen traurig, ne? Wenn jetzt dieser eine Zuschauer recht hat und das Essen wird schlecht, haben wir natürlich auch ein Problem. Und ja, eine der neuen Kuppeldesigns. 240 Millionen, okay. Eine der kleinen Kuppeldesigns ist ja auch schon unterwegs, sodass wir dann demnächst die großen Kuppeln bauen. Und das, ich glaube, das ist schon ein großer Fortschritt. So, jetzt haben wir natürlich weniger Bewerber. Da müssen wir natürlich auch dran denken, ne? Dass wir mit jedem Mal weniger Bewerber bekommen. Was war denn bei den Stärken? Komm, dann müssen wir doch mal so ein paar christliche Marines mitnehmen. Partylöwen und Hippies haben wir eh nicht. Dumme Feiglinge kann man auch wirklich nicht gebrauchen. Jugendliche haben wir auch nicht, Senioren haben wir auch nicht. Dann nehmen wir schon mal ein paar Sicherheitsleute mit, die können ja dann was anderes arbeiten. Dann hätten wir 12. So, wenn wir 41 mitnehmen, ist natürlich auch nicht gut. Faul und chronisch krank ist nicht gut. Idiot, naja. Alkoholiker nicht. Vielfraß von mir aus Hypochonder erstmal nicht. Holzuse. Feigling. Lebensmittel haben wir ja genug. Holzuse. Melancholie ist ja auch nicht schlecht. Spieler. Sollen wir mal die Idioten lieber weglassen? So, dann haben wir da ordentlich Nachschub. Wo ist denn die Rakete? Hä? Was haben wir jetzt gemacht? Habe ich das falsch gemacht? Hallo? Ich habe wieder irgendeine falsche Taste gedrückt. Tut mir leid! Hippie und Partylöwe. Komm, nehmen wir ein paar Hippies mit, aber haben wir nicht. Spazierung haben wir nicht geguckt. Altersgruppe. Geschlecht, Stärken, Schwächen. Hypochonder. Na gut, dann haben wir auch ein bisschen was zur Arbeit im Krankenhaus. Eigenarten. Hä? Ah, jetzt. Okay, weil dann haben wir nämlich dann auch hoffentlich, sagen wir mal, ein bisschen das Personalproblem gelöst. Und welche Rakete befüllen wir jetzt? Die hier, würde ich sagen. Research complete. Da sind wir auch schon dran. Und da sieht man jetzt auch, ne, wie das, was das bringt. Nur halt hier noch nicht. Also da ist jetzt gut. Wir haben jetzt hier Metall kommt ran. Haben wir denn einen Überschuss da dran? Dann müssen wir auch mal wieder gucken. Metalle für Wartung. Also Metallproduktion quasi null, weil da keine Mitarbeiter sind. Okay. Gut. Ja, und dann das nächste, was wir dann machen müssen, ist gucken, dass die Maschinenteilproduktion wieder anläuft, wenn die Leute jetzt da sind. Ich glaube, das ist so ein bisschen was für die nächste Folge. Drohnendruck. Das heißt, wir können jetzt auch eine Einrichtung bauen für Drohnendruck. Was kommt denn dann? Rover-Kommando fertiggestellt. Wir müssen nicht mehr aufgeladen werden und starten mit 4 zusätzlichen Drohnen und erhöhten... Oh. Die Sachen sind schon ziemlich geil. Stirling-Generator... Zum selber bauen. Vielleicht sollen wir auch danach diesen Komfortpunkten schauen. Und die Frage ist, für was wir dann überhaupt noch diese ganzen Geldmittel dann brauchen. Aber gut, die Kolonie läuft. Warum nicht? Die Rakete kommt rein. Das wird noch ein bisschen dauern. Deswegen sage ich mal danke fürs Zuschauen für diese Folge. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten wieder. Und dann werden wir gucken, dass wir die Bewohner gut aufgeteilt haben. Und wie wir dann die Kurbel verbessern können. Und das nächste Ziel ist natürlich, einen großen Dome zu bauen. Ich hoffe, es macht euch Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.
Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tipeee, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeg. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.